Kann ja jeder filmen und dann irgendwie zusammenschnippeln, wie er will, Ja, oder? ja. klar, ganz klar, ganz klar. Ja, also ich werde es mal runterladen, lass es mal laufen. Okay, cool, Dann ja. denke mal, morgen wird es dann irgendwann fertig sein. Okay, Dann können wir vielleicht am Sonntag, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber Sonntag dann klingt gut. könnte man das. Ja, das ist bei mir sieht's immer, ich habe gerade Urlaub, bei mir sieht's im Moment immer gut aus. Okay. Ja, heute muss es auch wieder auf unseren Server ziemlich abgegangen sein. Okay, ja. Weil, guten Tag, Guten Tag. du stehst ja bis an die Knie im Stein hier. Ach Wusstest du so. das? Geht mir auch übrigens so, by the way. Ah, okay. Hast du irgendwie jetzt gerade so eine kleine Kiste gesehen mit einer Rampe? Nee. Ah, ist ja nicht so schlimm. Ich trinke mal schnell was. Hier, du wolltest da was essen, aber das mag ich hier gar nicht herschmeißen. Das backt ja hier 100 pro weg. Nee, hier kann man eigentlich rausschmeißen. Hier auf dem Stein. Hier der Stein ist schön. Okay. Kann ich empfehlen. Das ist ein Empfehlungsstein. Hier, nimm mal die, die machen gut durch. Gut. Hunger weg. Super. Ja, der Alex hat ja gestern Abend hat er doch ein Polizeiauto geschrottet. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Oh, nee. Ja. Und dann war er heute unterwegs und hat das Auto gesucht. Und dann war er kurz am Polizeirevier und war looten und dann hat er sich das zweite Polizeiauto noch klauen lassen. Nein. Kannst du die Tür abnehmen? Oh, wo sind die hingefallen? Ach hier, oh, die rutscht ins Wasser. Jetzt hab ich sie. Die kann ich sogar tragen. Dann, dann tue ich mal gerade hier die Wand noch versetzen. Weil ich muss jetzt ein bisschen Schiebe machen. Ja, ja. Wenn du gerade noch so lang ausharren kannst. Das halte ich gerade noch aus, Levi. Ich fühle mich doch wohl in deiner Gesellschaft. Da kann ich ja. Zur Not knalle ich mich eine Stunde auf deine Terrasse. Genau, das ist ja gemütlich, wie gesagt,
Wasser ist hier überall. Genau, da hat sie auch einen lustigen Wolfspelz selbst geschossen, besser geht's nicht. Wie, doch nicht selbst geschossen, geklaut. Außer uns noch 5 Spieler. Das ist ja überschaubar. Jetzt müsste ich hier die Lücke stopfen. Die ist noch so ein bisschen. Ja gut, durchkommt keiner, bloß halt sieht halt doof aus und Dafür müssen wir ein paar Sandsäcke hin. Ja, oder Sandsäcke, genau, einfach hier so von unten her ein paar da hochstapeln müssen. Genau. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, kannst du mal hier die Tür entstellen? Warte. Direkt hier so mitten rein oder? Genau so, dass du hier mit der Wand hier Ja. verbunden bist. Ah, sieht nicht schlecht aus. Ich habe gerade eine Lücke im System gefunden. Du Wo musst hier bist du hin. denn durch? Ich bin hier drüber. Von der anderen Ah, Seite hier drüber. okay. Ach so, dann weil da Felsen da hinten ist, ne? Ja, wenn du da. Ja, stimmt, das ist die Erhöhung hier, da kannst du drüber hopsen. Ja gut, aber du musst wahrscheinlich eh rundrum, zumindest nach hinten hin, musst du noch rundrum erhöhen. Nach vorne natürlich nicht, da kommt eh keiner hoch. Hier auf der Seite. Aber da Nee, hinten wirst du genau. überall noch erhöhen müssen. Was doch? Ich muss jetzt leider gerade noch mal die Tür holen, das war. Ja, die musst du, glaube ich, noch ein Stück versetzen. Ist ja nicht so schlimm. Warte, ich war vorhin. Ich war vorhin. Passt doch, oder? Na Ja. also, siehst du? Wunderbar. Weil da kann man ja noch Ganze mit Sandsäcken so ein bisschen verdichten und so. Genau. Oh, ich muss schnell was essen. Ja, bitte. Ja, hier habe ich auch so eine kleine Lücke. Aber wie gesagt, dann weiß ich, dass ihr bedingt durch den Stein da auch noch so was hin müsst. Hintereingang hier. Ach, da kann du. Okay. Ach ja, nicht klar. Ja, stimmt. Das Ich mach die Tür zu, kommst du eh rein. ist ja eine richtige Einladung hier. Ja, schon, schon. Ja, Vielleicht. wobei, wie gesagt, hier gibt es ja nichts zu holen. Hier können Sie bloß doof gucken. Ja, das stimmt auch wieder. Die muss halt, die Base muss halt richtig sicher sein. Das ist Und es ist wichtig. so, wenn sie reinkommen, ja, Dann müssen sie erst wieder raus, genau. richtig, das Und da brauchst du wieder ein Hackebeil. Wobei, ich denke, raus kommst du hier auch irgendwo. Hier, gucke. Ah ne, fast. Aber fast hätte es geklappt. Pass mal auf, mit Anlauf vielleicht. Ach nee, hat nicht. Aber hier zum Beispiel. Oh, nee! Ich bin tot. Scheiße. Was bin ich eigentlich für ein Volldepp? Das gibt's ja gar nicht. Ich komm. Ich wollte eigentlich gerade sagen, so aber jetzt nicht nur sagen. Jawohl, hatte ich eigentlich, das war eigentlich der Plan. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich bin. Meine Güte, ich glaube, ich kotze. Aber wie blöd muss man denn sein? Ja, würde ich auch sagen. Welche Hauptstraße? Nee, die ist doch zu. Oder welche Tür hast du gemeint? Ach, hier ist Tor, ja, jetzt ist okay. Wo bist denn du? Ach so, jetzt habe ich gedacht, hier war was passiert. Ach, da oben gehst du lang, okay. Oh, ich hab bloß mal 61%, aber naja. Ja,
Oh nee, das ist schlecht, warte mal. Scheiße, ja. Genau, dass der ausgerechnet hier ist und uns hört und lauert, der Hund. Aber ich habe ja meistens zu cool, kann ja eigentlich gar nichts passieren. Also ich würde sagen, dann rufen wir einmal einen Damm rüber, quer rüber, oder? Und dann können wir ja mal nach Bleithöhl gucken, dann mal von Bleithöhl, das ist ja runter Richtung Großstadt geschweit. Ja, genau, da ist ein kleiner Zeltplatz, ja. Aber da habe ich noch nie was gefunden, deswegen renne ich da immer vorbei. Vielleicht gucken wir mal, vielleicht steht da was da. Ich guck halt immer, ob ich irgendwo im Wald oder so ein Zelt finde, vielleicht. Weil das wäre für uns natürlich gut, wenn wir noch ein Zelt hätten, wo wir Zeug reinbunkern können. Hier ist mein Headset, aber da habe ich genug im Auto. Ich habe in der grünen Limousine, glaube ich, 6 Beile. Also wenn wir was bauen wollen, ist da genug da erstmal. Ach, warte mal, jetzt ist gut, hier habe ich einen guten Überblick über den Damm, da kann ich gleich mal gucken. Das ist eine super Position. Ah, da kannst du dir gleich ein bisschen Metall klopfen. Wolltest du ja Türen bauen? Ja, die Headset habe ich ja gesagt, die liegt hier im Auto, ne? Also ich sehe jetzt außer den Mutanten keine Bewegung auf dem Damm. Gut, habe ich gestern auch nicht. Vorgestern. Aber da habe ich auch nicht geguckt, da wollte ich erst gucken. Der hatte ja die gleiche Idee wie ich. Aber wenn ich mir das auf dem Video nochmal angeschaut habe, also theoretisch muss da bewusst haben, dass wir jetzt zu sind. Es wäre mit sowas von auffällig, sind wir da rumgesprungen. Weißt du? Aber ich denke mal, der wird halt gemeint haben, dass du stiften gegangen bist, weil du ja erst mal weggerannt bist. Weißt du? Und hat sich dann sicher gefühlt, vermute ich mal. Anscheinend, ja, das war, ich habe mich ja relativ lang noch um die Kurve herum bedeckt behalten. Ja, ja, eben. Ja, aber der hat bestimmt gehört, dass du wegläufst, weißt du, und dann hat er nichts mehr gehört und da hat er gemeint, du bist stiften gegangen.
Echt? Das hab ich gar nicht gesehen. Oh ja, stimmt, da ist eine Base. Das wird jetzt zwischen Fluss und Berg bleiben. Dann sollte das eigentlich vom Geld hier machen. Das ist nämlich praktisch. Hier vielleicht nicht so, nicht dass ich jetzt wieder über... Ah nee, ich mach's mal lieber von Hand. Ich merke nämlich schon hier, jetzt wird's steinig. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, glaube ich. Warte mal, hier können wir nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich da oben rum. Ach, jetzt geht er nicht. Ah, hier, ja. Ja, genau, hoffentlich kommen wir hier lang. Ja, es geht. Gut. Ah, ich sehe deine Base. Schön. Naja. Muss ich mal meine angucken, falls die überhaupt noch da ist. Aber jetzt sehe ich gerade, jetzt wird es hier hakelig, glaube ich. Warte mal, kann man hier auf dem Felsen laufen? Oje, oje. Oh, jetzt geht es schon leicht abwärts. Du musst immer so ein bisschen nach oben zielen. Beim Laufen. Es ist eher erstaunlich, dass der auf der Schräge laufen kann. So, ich bin mal jetzt hier bei den Bäumen. Wo bist du? Nein! Nein! Hast du es überlebt? Ja. Boah, ich rutsch auch. Warte, scheiße. Ich bin hier bei den Bäumen. Versuch dich mal zu den Bäumen hier durchzuschlagen. Aber mach echt vorsichtig. Es geht hier voll steil runter. Oh, ich hab dich gerade unter mir gesehen. Oh, Slay, was machst denn du da unten? Kommst du da weiter? Ich versuch's mal hier oben oder versuch mal runter zu kommen. Ne, hier komme ich nicht runter. Oh, hier geht's voll runter, voll steil. Genau, wie geht's denn hier weiter? Okay, alles klar. Ich bin zwar so aber... Okay, wir haben überlebt. Ja, im Moment. Warte, ich muss jetzt hier auch erstmal rumbalancieren. Ich bin jetzt hier oben mitten in dem Steilhang drin. Oje, oje, oje. Da vielleicht, hier kann ich vielleicht runterrutschen. Ach, hier ist die unsichtbare Wand. Scheiße. Ah, ich hab's aber. Ja, hier ist die unsichtbare. Scheiße, ich muss runter. Ich komme ja nicht weiter. Also, da muss ich jetzt zu dir runterkommen. Da muss ich mal gucken, wo ich da lang gehe. Ich guck mal gerade, ob ich dich. Ich glaube, ich rutsche auch einfach die Schräge runter, weißt du? Uah! Oh, ich blute, warte mal. Ich muss mich bandagieren. Und ich habe bloß 26% und rutsche weiter. Aber ganz langsam. Bist du schon bei der Stelle, wo jetzt hier der... Ich bin gleich am Baum. Am Baum. Da, wo die... Wenn du jetzt zum Fluss guckst, ja, da bist du dann hier bei dem Wasserfall, wo hier meine Base ist? Nee, noch nicht ganz. Aber ich hab's jetzt überlebt. Ich bin jetzt erstmal hier oder auf ebenen Grund. Ich muss halt im Zweifelsfall kurz warten, dass ich wieder ein bisschen genese. Weil ich bin jetzt über dem Fluss immer noch so auf halber Höhe, wisst ihr? Ich guck mal hier, siehst du mich? Mal so ganz. Ich werde mal überlegen, wie ich hier runterkomme zum Fluss. Wo bist denn du da lang? Bist du ins Wasser gesprungen oder wie nein, hast du das? Nein, ich bin noch hier rechts am Berghang. Ach du, dann bist du ja auch noch hier irgendwo. So, okay. Jetzt bin ich hier. Ich laufe mal gerade hier auf dem Felsen rum. Überlegen, wo du sein könntest. Hast du mich gehört? Noch nicht, nein. Ich habe doch gepfiffen. Hast du nicht gehört? Ah, da sehe ich dich. Echt, wo? Ja, ich bin Richtung flussabwärts. Ach dort, ja, jetzt sehe ich dich auch. Oje, wie komme ich denn dann über? Einfach jetzt geradeaus gehen. Ja, aber weißt, ich habe gerade bloß noch 30% Leben. Ich wollte mal kurz einen Moment warten. Ja, klar, klar. Ach scheiße, da genießt nicht weiter, weil ich kein Essen habe. Hm, das ist natürlich klasse. Ich habe auch bloß noch 38% Essen. Also da muss ich jetzt halt durch. Es hilft nicht. Ich bin da, du bist hier lang, oder? Ja, genau, genau. Ganz okay. Vorsichtig. Ich laufe langsam. Kannst du ruhig schon ein bisschen versuchen runterzukommen? Ja, mache ich gerade. Ah, klappt ja super.
Geil, ja, hat gut gepasst. Wunderbar. Also da muss ich in der Base schnell was essen, damit ich gesund werde. Ja, klar. Weil so komme ich nicht weit. Ja gut, also du siehst, es geht, aber es ist nicht ganz ohne. Also ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, im Moment eher nicht so groß, dass sie dich von der Seite aus angreifen, weißt du? Ja, das ist auch Wenn, was. dann kommen sie von drüben, denke ich mal. Oder von hinten vom Wasser. Hier kommt jetzt so eine imaginäre Wand, ne? Ja, ich glaube, wir müssen rüber zu dir oder runterwärts oder irgendwas, weil hier geht es dann nicht mehr weiter. Alles klar, ja gut, dann du kannst auch sicherheitshalber rüber zu meiner Base gehen. Ich denke, das wäre vielleicht ein Ticken gesünder. Ich laufe gerade mal rum. Hä? Das ist aber jetzt komisch. Ich heile trotzdem. Jetzt bin ich schon wieder bei 41%. Wahrscheinlich halt bloß langsamer, oder? Weil siehst du, immer unter 50% heilt er nicht mehr. Eigentlich schon, aber ich glaube, wenn beide Sachen nicht und also wenn Essen und Trinken unter 50% sind, Ah, dann. okay. Ja, dann trinke ich jetzt noch schnell mein Wasser. Das ist wieder voll. Das kann ich ja hier wieder auffüllen, weißt du? Das. Genau, ja. So, haben wir das. Wo bist denn du jetzt eigentlich? Ich stehe jetzt hier schon an rechter Seite am Ach, Ufer. ich sehe dich, ja. Wie bist denn du eigentlich da runtergekommen? Hier rechter Seite. Das müsste ich doch auch schaffen. Eigentlich schon. Oh, jetzt habe ich auch wieder Glück Nein. gehabt. Ich renne aber auch immer gleich drauf los, weißt du? Das ist mein Problem, glaube ich. Du bist eben halt da sehr, keine Zeit verlieren. Ich bin tot. Nein. Ich glaube, ich krieg die Krätze schon wieder. Also da bin ich schon nicht runter, ich bin da eben unten Ja, du runter. bist jetzt zum Glück und nicht dran schuld. Oh Mann. Naja, aber die Leiche liegt ja da und dann komme ich halt. Ah, ich bin sogar ganz in der Nähe. Ja. Ich bin da bei dem neuen Fischerdorf. Das ist ja da direkt da unten an der Straße, wo es zum Damm hochgeht, weißt Okay, geht klar. du? Und dann kommt, ich muss ja nicht mal bis zum Damm, ich brauche, kann ja vorher links abbiegen und in die Pampa gehen, weißt du? Gute Nachricht, ich habe hier gerade ein Fahrrad gefunden. Okay, geht klar. Ja, ich habe gerade die Axt weggeschmissen, damit ich dann Gewehr aufnehmen kann. Ich Die komme Axt, die jetzt findet man wieder, das ist kein mit dem Problem. Fahrrad angeheizt. Jetzt kommt da mit dem Fahrrad wohl hier nicht einen Berg hoch oder was? Da hättest du, ich hätte doch. Nee, ich muss laufen, da schafft's nicht. Ist ja lustig. Ich schmeiß schon mal den ganzen Krempel weg. So. Das brauchen wir auch nicht. Der Vorteil ist der, ich habe auch wieder 100% Leben. Ja, beziehungsweise ich habe bloß 98%. Warum Mit denn das? der einen Ja. Lampe, die ich da nochmal gesehen Genau. habe. Ja, ich muss noch ein Stückchen runterlaufen, ich bin gleich Ja, da. ich gehe jetzt einfach riecht runter zum Ja, ich Wasser. sehe dich auch, ja. Ja, ich sehe dich jetzt wieder nicht, das ist seltsam. Ich Aber muss bloß okay. eine Stelle finden, wo ich raus kann. Ah, hier. Okay. Sehr gut. So, schnell mein Zeug. Oh, ich bin ja halbe im Dingens drin. Ist ja geil. So. Ist jetzt nicht, man beachte, wie du dich mutest. Das sieht man jetzt hier live auf Aufnahme. Du fummelst am Berghang herum. Ja. Ich habe keine Ahnung hinter dir. Ach so, okay. Bei Ja. mir gucken hier nur die Füße aus dem Berghang Ach raus. so. Ja. Ja, schon immer ein bisschen Ich bin da schon versteinert. anscheinend. Ja. So, jetzt geht's mir wieder besser. Komm, da Super. hast du dir jetzt einen Cola verdient. Obwohl, das will ich jetzt nicht gerade hierher schmeißen. Ja, nee, Gehen behalte wir ich. mal lieber Richtung Base weiter, oder? Ja. Willst du fahren? Weil ich habe gerade keinen Bock, ich werde gerade einen Kaffee trinken. Jo, alles klar. Ach so, du musst ja noch die Base zumachen, ne? Aufmachen. Ach so, wir fahren ja mit dem Grünen. Ja. Ja, nee, dann. Oh, da ist ja der Mann. Du musst links rum, ja.
Also öfter vorne kommt dann der Zaun vom Bunker, ja, hier ist ja der Weg dann. Wo willst du denn eigentlich hin? Noch nicht entschieden. Wohin geht's denn? Pff, keine Ahnung. Ja, erstmal, oder? Wir haben ja keine Schalldämpfer. Ne? Nee. Deswegen müssen wir ja ein bisschen Obacht geben. Okay, der kleine läuft kaputt. Wir müssen mal aufpassen mit den Basen hier, weißt du? Nicht, dass da einer auf dem Wachturm hockt und snipert. Ich bin mir da nicht sicher. Wenn man auf Mute geht, oder? Ja, das ist dann sowieso. Ja, nee, aber ich meine, klar, wenn ich rede ja nicht nein, aber auch wenn das Ding funktioniert und wenn einer quatscht, das hören ja die in der Umgebung mit. Ist ja logisch. Also, ich habe jetzt hier nicht weitergefunden. Na, ja, ist ja nichts Besonderes. Auch den anderen hat es gar nicht gestört, der ist weitergegangen. Okay. Echt so eine M40, verdammt. Da ist der Himmel bei mir kurz so heller geworden. Echt, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, weil ich gerade gedingst habe, gegessen habe und getrunken. Ach, da hinten blitzt deswegen. Wo blitzt? Echt, ich habe nichts gesehen. Ja, stimmt auch, es fängt an mit Regnen. Ach hier, oh ja, es gibt Unwetter. Na toll. Bleibt einem ja auch gar nichts erspart. Ich bin hier in dem ersten weißen Haus gleich. Guck mich mal um. Bist du schon Richtung Ausfahrt? Wo? Von wo? Okay, ich gehe hier mal in so ein Haus rein. Ich gehe hier vorne an der Ecke. Gegenüber von den Zelten ins erste Haus rein. Kannst du sehen, wie viele da drinnen sind? Ich glaube, das ist ein Jeep. Der ist jetzt fast bei unserem Auto. Ja, aber ich meine, wie viele drinnen sind, siehst du nicht, oder? Ach so, okay. Der ist aber weitergefahren. Wo hast du das Auto versteckt? Direkt auf der Straße steht es. Was? Okay, dann mache ich jetzt mal was anderes. Ich sehe den Zombie rennen. Ich gehe jetzt mal hierher und verstecke mich hier hinten und bald das Auge. Auto im Auge. Vielleicht haben die den auch gesehen, weil den Trick mache ich auch manchmal. Oder was heißt Trick? Ich mache das auch manchmal so, dass ich dann einfach weiterfahre und so. Ja, schießen hier. Auf den Zombie, oder? Hallo. Ja, hast du auf den Zombie geschossen? Jetzt kommt er wieder. Nochmal. Vorne am anderen, am Haupteingang, oder? Okay, jetzt bin ich natürlich gerade woanders.
Scheiße, schlürpt der es weiter. Ich gehe mal hoch, ob ich da mehr Überblick habe. Am besten springen wir ins Auto und hauen ab. Vielleicht hat er nämlich seinen Kugel hier irgendwo abgesetzt. Das war ja mein Verdacht, deswegen bin ich auch nicht gleich losgerannt, weißt? Weil das wollte ich ja sagen, weißt? Ich tue auch manchmal so, als wenn ich es nicht gesehen hätte oder als ob es mich nicht interessiert, fahre weiter und dann kann man sich von hinten ranpirschen, weißt du, und gucken, was passiert. Und das beobachten, die ganze Sache. Deswegen habe ich auch das Gefühl, das Komische. Deswegen habe ich auch das dumme Gefühl, dass einer von uns Versuchskaninchen sein muss und das Auto holen, weißt? Und der andere, da muss das mal ein bisschen beobachten, ob was passiert. Und wenn ja, von wo, weißt du? Ja, also ich habe Bedenken, dass wo bei den Zelten oder da, wo ich bin. Also ich komme jetzt von dem Haus vom Haupteingang mal hergerannt. Warte, ich gehe mal, wechsel mal Position, bin am Fenster. Ah, scheiße, da kann ich die Straße nicht sehen, das ist zugenagelt. Ah, hier sehe ich was. Okay. Also, ich kann jetzt auf das Auto fragen. Ah, ich sehe dich, du gehst gerade bis jetzt. Ja, ich bin jetzt in dem Haus vor dir, oben. Das, wo oben grün ist, weißt du? Mit der Garage dran. Ich habe ihn erst links vom Haus. Ist er down? Keine Ahnung, ob ich ihn erwischt habe. Okay. Ja, gut. Ja, der wird jetzt den einsacken, wo er ist, sich mal ausstatten und dann hier wieder herkommen. Ich gehe jetzt ums Haus einmal rum. Ja, warte, ich bin jetzt gleich hinten am Eck vom Haus und gucke mal, ob ich sichern kann. Ah, ich höre dich. Grün konnte ich überhaupt nicht sehen, also war viel zu dunkel. Okay, hier bin ich. Machen wir einfach mal so einen Dampf zurück, oder? Ja, ja. Steht da ja ein Pickup.